Wir beginnen mit den Kopfübungen. Wer steht, der steht, wer sitzt, der sitzt. Aber alle Schulter breit, die Füße parallel. Wir richten uns aus und auf. Das Herz öffnet sich, blüht auf. Entfaltet sein inneres Leben. Und von da aus nehmen wir uns wahr. Die Form unserer Gestalt. Wir folgen ihr und verbinden uns mit den Dimensionen, die uns nähren, mit denen wir uns austauschen. Und spüren die Erde unter unseren Füßen. Lächeln sie an mit unseren Fußherzen, herzen sie, entfalten ihre Kraft und diese nährt uns und gibt uns unsere Stabilität, Festigkeit, Wurzeln wachsen lassen. Wir werden von oben gehalten und ein unsichtbarer Faden, und manchmal ist es auch Seil, vom höchsten Punkt des Kopfes führt nach oben und von oben werden wir gehalten, geführt. Es richtet uns förmlich auf und aus, dass die Wirbelsäule ganz senkrecht und gerade ist. Und wir sind im Lot. Ein Gewicht am Steißbein zieht die Wirbelsäule noch leicht nach unten und die Lendenwirbel lösen die Spannung. Die Wirbelsäule verlängert sich und auch die Halswirbel werden begradigt. Die Hüftgelenke lösen ihre Spannung auch ein bisschen. Die Knie werden ganz leicht gebeugt und wir haben das Gefühl, auf einem dritten Bein zu sitzen, wie ein Känguru. Wir sind von hinten gestützt, auch von vorne, Herkunft, Zukunft, eingebunden, eingewoben, geschichtliche Wesen sind wir. Und zu den Seiten haben wir Verbindungen miteinander, Herzensverbindungen, die uns auch stützen, tragen, die wir pflegen. Der Atem fließt. Und nährt uns und reinigt uns und bewegt uns. Auf diese Bewegung jetzt achten. Die Stirn lächelt, die Augen lächeln an. Und die Sorgen weichen. Der Brustkorb wird geweiht. Durch den Atem. Er öffnet sich und schließt sich wieder. Das lässt uns steigen, das lässt uns sinken. Das lässt uns schaukeln zwischen vorne und hinten. Und die Wirbelsäule wälzt sich darauf und aktiviert und transportiert die Energie. Und sie zieht auch durch alle Gelenke, in die wir lächeln und ihre Spannung lösen. Von den Fuß- und Zehengelenken bis zu den Fingergelenken. Alles ist im Fluss. In diese Bewegung des Atems, in diese natürliche, universelle Bewegung, werden wir jetzt einstimmen in diese Schaukel, die uns ständig und lebenslang schaukelt. So wie die Kinder es nur tun. Und steigern diese Bewegung, ohne übernehmen zu wollen. Nur durch die Einstimmung, Impulse setzen und sich bewegen und tragen lassen. Unsere Schaukel dreht sich. Diese Fähigkeit haben wir dank unserer Wirbelsäule. Eine Drehschaukel.
Zunächst geschieht sie nur innen. Kaum sichtbar von außen, aber mit jedem Atemzug wird sie entfaltet. Lockere Schultern, lockere Arme. Die Dynamik steigern, in Schwung langsam kommen. Die Knie nutzen, dass sie gebeugt werden und auch die Aktivität der Sprunggelenke wahrnehmen, wie sie zusammengepresst und wieder gelockert werden. Die Arme steigen höher. Und mit Schwung entsteht eine beschwingte Bewegung. Und wir zaubern die Stimmung von unserer Jugend her. Aber wir kehren und mit Lust geschaukelt haben. Ein schöner Tag. Genießerisch und leicht. Wir beginnen unseren Körper zu klopfen, egal wo. Wecken die Sinne noch mehr und es sind alle Sinne dabei. Und mit dem Herzen machen, mit dem Herzen hören, schauen, fühlen, dann schmecken, genießen, handeln. Und dann klopfen wir die Schultern und die Knie mit Schwung. Und leicht. Und aufsteigen klopfen wir, nicht sinken, sich hochgraben lassen, mitnehmen lassen. Bewegung ohne Anstrengung. Und dann lockere Fäuste und die Mitte der Schulter klopfen und die Nieren wieder. Wir klopfen einen wichtigen Punkt auf dem Gallenblasenmeridian. Schulterbrunnen, Gallenblase 21, eröffnet den Fluss zwischen oben, zwischen dem Kopfbereich und unten. Hilft bei Augenproblemen, Kopfschmerzen, Migräne, aber auch Nackenschmerzen und Rückenschmerzen. Und löst auch die unterdrückte Wut, die wir manchmal jetzt haben. Und dann unter dem Schlüsselbein den Anfang des Lungenmeridians, Lunge 1 und 2. Langsam ausschwingen und die Wahrnehmung nach innen richten und fühlen und schauen und horchen. Wie wir uns fühlen, was sich geändert hat, was bleibt. Und wir merken, dass es nachschwingt. Beschwingte Energie. Wir sind beschwingt und das ist schön. Die nächste Übung. Wir werden die Mittellinie unter dem Bauchnabel klopfen und dementsprechend am Rücken Hände. Entschieden, klar und kurz. Wir beginnen. Langsam ausschwingen lassen und nach innen und blicken fühlen.
und hin und wieder auch den neuen Zustand zusammenfassen, in Wort fassen, damit wir lernen, die Energie zu differenzieren, differenziert wahrzunehmen.